Raoul Giger, ganz herzlichen Glückwunsch zum Sieg hier daheim gegen Thun. Wie gut tun die 3 Punkte jetzt im Spiel vor der Winterpause? Es ist ein verdientes Weihnachtsgeschenk, ein frühzeitiges, das wir uns verdient haben. Wo unumstritten ist eigentlich. Jetzt haben wir ein grünes, also grün und ein gelbes Scoreboard. Ungeschlagen sind 5 oder 6 Spiele. Irgend so. Darum mehr als verdient. Definitiv. Wie sieht es aus bei deiner Mission vom ersten Goal für den FC Aarau? Ich komme immer näher. Heute hat es fast geklappt. Aber muss ich dem Goalie ein Kompliment machen. Das hat nicht jeder. Ihr spielt einen sehr kräfteraubenden Fußball. Wie sehr freut man sich hier auf Pause nicht? Logisch freut man sich auf Pause. Weil es ist, die letzten Wochen sind wirklich anstrengend gewesen, die englische Woche, die war. Aber schade, werden wir unterbrochen in unserem Lauf. Und wir schauen, dass wir so können weiterfahren können, wie wir jetzt aufgehört haben. Danke vielmals. ProCloud, Ihre Nummer 1 im Aargau für IT-Outsourcing und Cloud-Services. Stefan Keller, ganz herzlichen Glückwunsch zu dem Sieg heute. Wir verabschieden uns mit 3 Punkten in die Winterpause. Wie hat dir unser Spiel heute gefallen? Gut. Wir hatten Mühe, ins Spiel hineinzukommen. Wir haben das als Finale deklariert. Ich habe auch extra ein bisschen Druck aufgebaut auf die Mannschaft, um zu schauen, wie sie reagieren. Und sie haben das am Schluss gut gemacht. Wir haben Mühe, ins Spiel hineinzukommen, ohne dass wir jetzt wirklich in Probleme gekommen sind. Nachher haben wir es im Griff bekommen, sind sauber geworden, haben teilweise sehr gutes Feldspiel gezeigt, haben uns sicher die zweite Halbzeit, wo wir oft ein bisschen Mühe könnte haben, wenn man 1-0 vor ist, sind wir sehr gut aus der Halbzeit rausgekommen, haben 2-3 Riesenchancen gehabt, wo wir unbedingt eine müssen versorgen müssen. Und sind aber cool geblieben. Und es bleibt dann ein bisschen ein heisser Tanz, weil sie fangen dann an zu pumpen, es kann etwas verkehrt gehen oder das sollte man rauskriegen. Aber sonst bin ich leistungstechnisch sehr zufrieden mit der Mannschaft. Sie hat wieder bewiesen, viel Kraft reinzulegen, nicht umzugehen, wenn dann ein 2-1 fällt oder egal was passiert. Wir bleiben unserem Spiel, unseren Prinzipien treu. Und resultattechnisch selbstverständlich 3-1 Heimsieg, 3 Punkte ist wunderbar am 19. Dezember. Es wartet jetzt die wohlverdiente Winterpause. Was ziehst du für ein Fazit von der Vorrunde bisher? Ja, das ist alles noch ein bisschen früh. Es ist ja noch nicht mal die ganze Vorrunde gespielt. Wir haben 15 Matches. Ich werde jetzt sicher ein bisschen Abstand gewinnen. Und dann zusammen mit dem Nobby das analysieren, auch mit dem Sandro, was wir richtig gemacht haben, was wir besser machen können. Weil sicher, gerade wenn es gut läuft, ist wichtig, dass man dort schon die richtigen Schlüsse zieht, dass man dort sehr, sehr wachsam ist auf Entwicklung in einer Mannschaft, die es eventuell auftun könnte, wo man durch den Erfolg einmal überdeckt. Und dort werden wir scharf darauf sein, das anzuschauen und die richtigen Schlüsse zu ziehen. Im Grossen und Ganzen, und, 27 Punkte hast du aus 15 Spielen, ist das mal ein guter Start. Und macht Hunger auf mehr, würde ich sagen. Definitiv. Danke vielmals.